Die Epidemie verbreitet sich schneller als jede andere Krankheit der jüngsten Geschichte. Na, fein. Die Stadt legen Brände. Die Behörden rechnen für heute Nacht mit weiteren Brennen. Ein stadtweiter Notstand wurde ausgerufen. Das CDC hat den unteren mittleren Westen der USA unter Quarantäne gestellt. Ha, Umbrella! Nein, nicht schon wieder. Öffentlichkeit, Ehrlichkeit, Integrität. Ja. Das sind die Grundwerte, die das Fundament von Umbrella. Ja, genau. Du Wichser. Es ist dieses Fundament, das uns allen langfristig eine bessere Zukunft bescheren wird. Ja, genau. Und somit willkommen zu Resident Evil 3. So, schauen wir doch mal, was wir hier haben. Die Umbrella Corporation, die Wichser sind wirklich überall. Ach du Scheiße. Codename Nemesis. Schön. Okay, das sind wohl wir. Wir werden wach. Oh mein Gott, wo sind wir denn da? Nachttischlämpchen, paar Pillchen. Okay. Ja, hitziger Einstieg, meine Lieben. Willkommen bei Resident Evil 3. Dry ist auch gut. Die Remastered-Version. Ich persönlich habe den dritten Teil damals auf PlayStation, glaube ich, nie gespielt. Daher ist das für mich auch ein bisschen, ja, etwas neu. Mehr oder weniger. So, was haben wir denn hier? Was haben wir hier? Hm? Können wir hier crouchen oder sowas? Nee, wir können auch gar nichts machen. Okay, Fernbedienung. Oha. Und es regnet, verdammt. So, was haben wir denn hier? Unser Tisch. Was haben wir denn hier gelesen? Hm? Home, zu Hause. Welcher ist heute? Der September. Wir haben auf jeden Fall einen September. Daily Back Raccoon. Okay, Zeitschriften. So, wir spielen natürlich die gute Jill Valentine. Und sie scheint ja auch irgendwas auf der Spur zu sein. Aber wir tauchen erstmal ab. In die Geschichte. Moment, da ist wohl das Klo. Wir gucken erstmal hier. Oh Mann, auf was habe ich mich hier eingelassen? Soll ich mal das Fenster öffnen? Ja, oder? Hä? Oh Mann, ist das kalt. So, der Fernseher? Irgendwas ist hier, irgendeine Störung. Okay, wir können derzeit auch nicht rennen oder so. Hier haben wir unsere Anlage. Was ist hier? Daily Report. Hört ihr das? Huh. Irgendwas geknickt. Huh. Hallo. Jill Valentine. Willkommen in mein Heim. Was ist das hier? Komm, wir machen das mal zu. Komm, der Klassiker. Wenn wir jetzt hochgucken, ist irgendwas hinter uns, oder? Was? Blut? Oh. Oh nein. Das kann nur... Aua. Aua. Das kann nur irgendein Scherz sein, oder? Haben wir uns angesteckt? Oh. Nein. Nein, nein, nein. Nein, was? Nein, fuck. Das muss ein Albtraum sein. Oh Gott. Oh, 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 oh. Nein! Nein! Nein, nein, nein! 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 Was? Oh Gott! Oh! Was zur Hölle? Was zur Hölle, ja? Oh Gott! Wird jede Nacht schlimmer. Ah, das ist nicht gut.
Okay, können wir in die Option mal rein? Und zwar in die Audio-Option. Stimmenlautstärke. Wir machen mal alles zwei Stücke leiser, sodass wir die Stimme auch hören. Alles klar. So, das ist unser wirklicher Ort. Welchen haben wir heute? Noch 3 Tage kann mich diese Stadt mal. 3 Tage kann dich diese Stadt mal? Ach, dann bist du... was? Dann wirst du versetzt oder gehst du in die Pension oder bist du raus aus der Nummer? Oha, was haben wir denn hier alles für schöne Sachen? Ja, klassischen Top, würde ich meinen. Und ein paar andere Sachen. Schon mal gut. Was ist das hier? Komm, wir machen mal Licht an. So, was haben wir denn hier Schönes? Jills Bericht. Seit dem Vorfall mit Umbrella sind bereits 2 Monate vergangen. Wegen meiner Suspendierung sind meine Ermittlungen leider nicht so weit fortgeschritten, wie ich es mir erhofft hatte. Vielleicht wird dieser Bericht der letzte sein, den ich als Stars-Mitglied verübe. Ich kann nur hoffen, dass er hilft, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Das T-Virus. Die von diesem Virus Infizierten scheint sich buchstäblich in Zombies zu verwandeln. Das Virus scheint sich über verschiedene Arten auszubreiten. Ein Biss von einer infizierten Person, durch den Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden, Kontakt mit Krähen, die infiziertes Aas gefressen haben, aufgrund der Stärke des Virus kann auch eine erogene Übertragung nicht ausgeschlossen werden. Man sollte jedoch beachten, dass bei den Überlebenden des Vorfalls noch keine Symptome aufgetreten sind. Es ist unklar, ob dies daran liegt, dass das Virus eine lange Inkubationszeit hat oder daran, dass wir zufällig gegen die Infektion resistent waren. Wir sollten auch nach Ende dieser Untersuchungszeit wachsam bleiben. Was mich anbelangt, so bin ich, abgesehen von ein paar Schlafproblemen, in guter Verfassung. Ich sollte dennoch nicht zu hoffnungsvoll sein, immerhin könnte diese nur eine verlängerte Inkubation sein. Okay. Wir werden hier ein bisschen mit Infos versorgt. Wir sind ja auch an irgendwelchen Fällen dran, die wir wahrscheinlich auch noch mit der Zeit verstehen werden. Was da? Die scheiß Umbrella Corporation. Kurze Notizen zur Ermittlung. Umbrella, Pharmakonzern, höchster Marktanteil der Branche. Verstärkte Entwicklung von militärischen Waffen unter dem Deckmantel der medizinischen Forschung. Zudem geheime Entwicklung lebender Biowaffen. T-Virus-Ausbruch in RK-Forschungseinrichtungen fand noch vor dem Willen-Zwischenfall statt. Zusammenarbeit mit der Führung von Raccoon City. Große Spenden an Bürgermeister Warren kontrollieren praktisch die Stadt. Diese Drecksviecher. Immer Umbrella, 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 Umbrella. Es ist noch nie was Gutes von Umbrella irgendwie zutage getragen worden. So, okay. Der Fernseher läuft noch. Oder irgendwelche Nachrichten hier. Was ist das hier? Kein Telefon. Hier ist noch eine alte Hose. Abzeichen. Okay, wir werden also suspendiert offenbar. Was haben wir hier? Jill? Okay, sie muss wahrscheinlich eine Menge schlucken hier, um das zu überhaupt zu ertragen. So viele Pillen. Tja. Hoffen wir, dass wir davon wegkommen. So, hier ist auch nichts mehr. Wir hören im Hintergrund leise Sirenen. Natürlich ist in dieser Stadt viel los. Was haben wir hier? Offener Umschlag. Sie haben sich zu Hause festgenagelt. Was? Mich zu Hause festgenagelt. Die Typen auf der anderen Straßenseite beobachten mich rund um die Uhr von ihrem Fenster aus. Sind das Irons Männer? Umbrellas? Ich weiß es nicht und es macht auch kaum einen Unterschied. Ich weiß, dass die zu tun versuchen. Sie wollen mich einschüchtern, wollen mich schikanieren, bis ich aufgebe. Und es funktioniert. Ich esse kaum, kriege kaum Schlaf, ich drehe langsam durch, fühle mich wie eine lebende Tote. Aber ich werde sie nicht gewinnen lassen. Ich muss raus aus der Stadt und einen Weg finden, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Die werden natürlich niemals jemanden schicken, um mich zum Schweigen zu bringen. Wenn du hörst, dass ich ermordet wurde oder was immer die auch mit Leuten wie mir anstellen, musst du unbedingt die Ermittlungen dort aufnehmen, wo ich aufgehört habe. Meine Akten findest du in diesem Umschlag. Darin findest du alles, was du wissen musst, solange dieses Päckchen nicht abgefangen wird. Ich werde nachts hier rausgebracht, in 5 Tagen. Wünsch mir Glück.
Okay, sie scheint jemanden an der Hand zu haben, den sie das übermitteln könnte. Vielleicht so eine Art Partner. Wir gucken mal hier in der Küche rum. Okay, also der Herd... Was ist das? Alle hol? Der Herd könnte ruhig mal ein bisschen, putzen vertragen. Guck mal, was im Kühlschrank ist. Ja. Was haben wir da? Raccoon Milk. Okay, Raccoon Milk würde ich schon mal gar nicht saufen. Bakery Bread. Was ist das alles da? Das neben den Bakery Bread sieht aus wie so eine halbe Schuhsohle. Kimosuf? Ja, okay. Jedenfalls nichts Weltbewegendes. So, jetzt gucken wir mal. Oh Gott. Wo ist der Licht? Der Licht. Hä? Oh oh. Puh. Kommt jetzt irgendeine Szene? Oh, ich dachte schon. Hey Jill, alles sweet. Siehst gut aus. Dafür, dass es dir nicht so gut geht, hast du dich gut gehalten. Vor allem die Frisur finde ich cool. Okay. 28. September, 20.07 Uhr in Raccoon City. Was? Okay, die Knarre ist... Kann das sein? Oh, wer kann das denn sein? Wo ist denn hier das Telefon? Okay, rennen können wir noch nicht. Was ist das hier? Okay, ich komme schon. Ja, wir gehen erstmal ans Telefon. So, wer ist denn hier? Was stört hier? Hä? Hallo? Jill, geht's dir gut? Brad, bist du das? Du musst sofort raus da! Wovon redest du denn? Ich kann's jetzt nicht erklären! Du musst da raus! Sofort! Okay, lass mich meine... Oh, aua! Oh, was ist hier los? Was ist das denn? Nemesis? Aua! Du Arsch! Warum? Was? Das ist... Oh. Aua! Du! Vorsicht! Raus mit dir! Oh Gott! Mach Tür zu! Aua. Was zur Hölle ist hier los? Hilfe! Oh Gott! Oh nein, jetzt wenn du... Nein! Verpiss dich! Nein! Oh Gott, weg hier! Weg hier! Ja! Ob ihn das aufhält. Ich muss hier raus. Oh Gott, sie hat ja total ein... Oh Gott. Ah, wohin? Wohin? Ist hier was einzusammeln? Wahrscheinlich nicht. Komm raus, die raus. Was? Hä? Okay, wo sollen wir hin? Wo sollen wir hin? Hier? Nee, da ist auch nichts. Da kommen wir her. Hä? Wo denn? Wohin? Ah, okay. Space drücken. Was zur Hölle? Was? Da oben ist nichts. Oh Gott. Unmöglich. Was ist denn hier los? Ist das hier ein Schutzhelm? Nee, bringt uns auch nichts. Power! Ah, fuck. Was will das Mistvieh? Oh Gott, das ist doch unfairer Kampf. Los, schnell weg, schnell weg. Nein. Jill. Ja, komm. Ja. Dreckschwein. Oh Gott. Raus, wir müssen raus. Oh Gott, es brennt. Oh Gott, Jill ist schon angeschlagen. Oh Gott. Oh. Oh, Pflanzen? Will ich was mitnehmen? Okay, nee. Wir gucken. Wir müssen hier erstmal weg. Wir müssen uns sammeln. Wir haben gar nichts. Wir haben nichts zur Verteidigung. Nichts. Oh Gott. Sag mal, wo kommt der? Oh. Wo kommt der denn überall her? Nein.
Nein! Oha! Nein, 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 nein! Nein! Nein, weg, 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 komm! Weg, wir gehen weg! Weg, chill! Oh Gott, renn doch! Oh Gott, sie ist verletzt, sie ist verletzt! Oh Gott, komm! Komm, Mädchen! Komm! Oh! Oh Gott! Nein, 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 nein! Hält ihn das ein bisschen auf? Ich würde mir hier nicht... Nein! Oh, komm, Jill. Errungenschaft, erste Flucht. Was ist denn hier los? Gott, hier rennen alle rum, wie die... Jill? Hier drüben! Ich komme! Brad! Oh, Brad. Geht's dir gut? Was war das für ein Ding? Keine Ahnung. Aber es ist hinter den zwei letzten Stars her, die noch in der Stadt sind. Dir und mir. Ach, du Scheiße. Ich bleib nicht hier. Sieh dich um. Je länger wir warten, desto schlimmer wird's. Oh Gott. Rock. Wie ist das alles so schnell passiert? Weiß nicht. Aber eine Katastrophe führt immer zur nächsten. Ist wie Arkley, nur viel schlimmer. Raccoon City. Hey, warte! Hier unten! Ah, sprint. Verdammt nochmal! Was ist denn hier los? Mal träumen wir. Können so viele Menschen infiziert sein? Das ist eine gute Frage. Verdammt. Brad! Pass auf! Oh. Hier rein! Weg! Oh nein! Verpisst euch, ihr Zombies! Schnell weg. Ich komme, Brad! Hilf mir! Ja. Oh Gott. Tür hinten los. Ja. Ja. Nein. Oh, Scheiße. Oh nein. Scheiße. Denk nicht dran. Lass uns hier abhauen. Komm, Jill. Du weißt, wie das endet. Nein, tu ich nicht. Sind wir noch ein Team? Immer. Dann hau ab und versau's nicht wie ich. Geh. Brad. Oh Mann. Nein. Scheiße. Unser letzter Partner wurde jetzt auch noch... Oh nein. Jetzt sind wir total allein. Oder wie? Ah, komm, die brauchst du nicht mehr. Oh ja, okay. Zumindest können wir uns ein bisschen wehren, hä? Oh. Was? Was? Du Arsch, lebst noch? Okay. Wir müssen weiter. Die können wir so nicht aufhalten. Verdammt, wir sind verletzt. Wow. Kratzi. Crazy, ja, das ist wirklich crazy. Komm bloß weg hier, Jill. Keine Munition, gar nichts. Da kriecht er wieder ein... Wie so ein Stück Scheiße ist der da rausgefallen. Parkhaus, ja, alles klar hier. Ah, hier. Liegt hier irgendwo Munition oder so? Vielleicht in der Mülltonne? Nee, offenbar nicht. Oh oh. Wer bist du? So, geht's Ihnen gut? Bleibt zurück! Komm ja nicht dicht! Ich bin... Los, kommen Sie! Da ist ein Helikopter, der Sie in Sicherheit bringt. Welche Sicherheit? Ich gehe doch nicht raus! Komm! Was? Das Parkhaus ist nicht weit. Ich kann Sie mitnehmen. Wirklich sicher ist es nur hier drin. Ah, ich habe ein Messer in der Hand. Hier drin? Ja, was ist das? Ein Safe oder was? Das wird dir helfen, wenn es hier vor Zombies wimmelt, du Wichser. Komm raus! Sir, wie heißen Sie? Ich kann Sie nicht zurücklassen. Dario Russell. Und ja, sicher. Du willst doch nur mein Versteck finden. Hä? Such woanders, Fräulein. 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 Mach das. Würden Sie sich bitte abregen? Ich bin von der Polizei. Wir wollen Ihnen helfen. Oh ja, das habt ihr ganz toll gemacht. Du willst helfen?
Kannst ja einen der Freaks Handschellen anlegen. Sag mal, komm jetzt raus da. Sir, das ist Ihre letzte Chance. Niemand sonst kommt sie holen. Ich geh nirgendwo hin. Du kommst jetzt mit, du Fett. Lieber verhungere ich hier drin, als von einem dieser Untoten gefressen zu werden. Komm jetzt mit, du hässliche fette... Jetzt lass mich in Ruhe. Das ist eine fette Plunze. Komm, doch, dann verreck doch da drinne. Wisst ihr, da will man mal helfen. Wir sind selbst hier angeschlagen. Hm? Kann man die... Ah. Pistolenmunition. Oh, sehr schön. Was war das für Menü? Moment. Wir müssen das untersuchen, kombinieren. Mit dem. Nee. Haben wir die Munition automatisch? Ah, okay. Wir laden mal nach. Und gehen einfach aufs Messer. Wir gucken, ob wir was mit dem Messer machen. Was ist das hier? Okay, wir können stechen. Können wir irgendwelche Moves machen? Ah, okay. Wenn wir zurückhalten, machen wir so einen Ausfallschritt nach hinten. Ah, okay. Was auch von vorne so sehen? Nee. Hi! Ich mache euch alle. Und du Fettklon, du... Ach, du bleibst doch da. Den kann ich auch nichts mehr tun. So, macht das... Du Arschloch. Das war ein Reflex. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Was macht der da? Hat der Hunger? Oh Mann, kein Wunder, dass hier alles dem Bach runtergeht. Die sich neuerdings schon selber fressen hier. Oh. Hau ab. Nee. Heute gibt's kein Leckerchen. Du mieses. Könnt ihr crouchen? Ja, komm her. Ich mach dich alle hier. Okay. Der kann nichts machen. Ich. Ach, ich bin hier reingetreten. Okay. So, hier scheint auch nichts zu sein, ha? Ich guck gerne immer überall mal nach. Ah, um hier nichts zu vergessen, aber. Alter, du. Oh, verpisst euch. Ich darf nicht gebissen werden. Komm her. Hat der mich gebissen? Oder sah es nur so aus? Komm her. Beißt er mich? Ist das... Muss ich im... was macht der da? Muss ich im Augenblick drücken? Ich muss mal gucken. Okay, ich scheine da irgendwie ausweichen zu können mit. Aber... Okay, pass mal auf hier. Okay, das ist... Die hat uns nicht gebissen, wir haben uns gewehrt. Okay, der ist down. Mehr haben wir nicht. Okay, die lassen auch nichts fallen. Der hat uns also nicht gebissen, wir haben uns gewehrt. Okay, alles klar. Sah aber verdammt nach einem Biss aus. Okay. Oh nee, verpiss dich. Ja, friss meinen Absatz. Oh Gott. Oh. Komm schon. Ist das? Okay, wir steigen ein. Wir gucken aber erst, ob wir noch irgendwas mitnehmen können. Oh Mann. Ja, wir sind auch
gut verletzt. Kann man nicht anders behaupten. Hier scheint auch gar nichts zu sein, hä? Oh Gott! Was denn jetzt schon wieder? Jegliche Hilfe ist uns hier wohl untersagt, hä? Oh nee! Steig aus! Du Arschloch! Das ist mein Wagen. Starte! Oh, starte doch! Komm schon! Spring an, verdammt! Nö, spring doch an! Komm schon! Jetzt bin ich dran! Arsch. Ja! Bah! Aua! Aua! Ah, halten, halten, ich halte, ich halte! Au! Aua, aua! Oh Gott! Jill! Nein! Oh Gott, komm, du musst da raus! Komm schon! Oh Gott! Oh. Ja, den stört gar nichts, hä? Zeug! Zeug! Oh Gott! Hey! Arschloch! Hä? Oha! Na! Das war doch mal ein Ding! Hey, langsam! Ich helf dir! Wer sind Sie? Was machen Sie? Ich bin Carlos! Ich rette dich! Okay! Komm, bring wir dich in Sicherheit! Wäre nice! Ja! Das war's doch noch nicht! Oh Mann! Verlässliche Stütze! Ich glaube, wir sind sicher! Hoffentlich! Wir bringen Überlebende hierher! Hierher? Meine Jungs haben aus einer U-Bahn einen Schutzraum gemacht. Ist sicher. Geht schon. Brauchst du einen Raum? Okay, verstehe schon. Ja. Gehen wir. Was hat deine Griffel schön bei dir da? Komm schon. Kleiner Lümmel, du. Welcher Idiot hat hier zugemacht? Gute Frage. Wir müssen leider einen Umweg nehmen. Oh, hey, was weißt du über dieses Monster? Gott, uns geht's nicht gut. Das alles, was ich hier sehe. Oh Gott, hier ist nichts. Nichts? Hab sowas noch nie gesehen. Aber das ist kein Zombie. Er weiß, was er will und er hört nicht auf, bis er es kriegt. Gefallen dir solche Männer nicht? Nein, danke. Du kannst ihn haben. Hör zu, ich verspreche dir, du bist in guten Händen. Ich gehöre zum Umbrella Biohazard Countermeasure Service, kurz UBCS. Sag mal, willst du mich verdammt nochmal verarschen? Ihr seid für das alles verantwortlich. Oh. Wovon redest du da? Wir sind nur hier, um zu helfen. Was hast du gegen Umbrella? Was hast du gegen Umbrella? Oh mein Gott. Deine Firma ist für diese Infektion verantwortlich. Ja, über den ganzen Kram weiß ich nichts. Du brauchst mir ja nicht zu vertrauen, aber ich gehe zum Schutzraum. Kommst du mit? Klar. Komm, hier geht's lang. Ah, können wir denen trauen? Ah, der hat uns aber geholfen, ne?